Hallo, herzlich willkommen zurück zu Minecraft Galaxy und heute werden wir uns mal ein bisschen der Produktion des Papiers wenden, denn wir brauchen ja noch ein paar Chips, um das Lagersystem auszuarbeiten und da werden wir heute mal uns ein wenig drum kümmern, liebe Freunde. Das Ganze sollte eigentlich recht fix vonstatten gehen, wenn mein Zuckerrohr gewachsen wäre. Was es nicht ist. Können wir nochmal bei Spark schauen. Spark hat ja immer noch ein bisschen was im Petto. Wir haben ja auch ordentlich schon ein bisschen was getan. Da gucken wir mal, ob der Spark hier... Guck mal, was der Spark da hat. Ja, Spark. Bei Spark findest du immer alles. Der hat eine richtige... Komm, njom. Ah, die kleinen. Ich will dem Spark jetzt auch nicht alles wegnehmen hier. Eigentlich will ich es ihm schon alles wegnehmen. Hat ja auch eine Menge gezeigt. Was ich im Livestream nicht gezeigt habe, ist der Aufzug. Den habe ich ja von ihm. Und der hat hier sein Labörchen. Was jetzt auch schon... Guck mal, wie krass der es gemacht hat, Alter. Wie das hier aussieht. Sieht ja geil aus, oder? Hier darf jetzt nur kein Zombie oder so ein Scheiß sein. Habe ich jetzt keinen Bock. Nicht, dass ich da nachher irgendwas kaputt mache und heißt es wieder hier, der Krieger hat kaputt gemacht. Nee. So, dann flötzen wir mal zurück in die Base. Ich hoffe, dass meine Truhen mitkommen, weil die sollten sicherlich auch noch das ein oder andere Zuckerröhrchen am Start haben. Und ich muss sagen, Freunde, Minecraft läuft. Hat er wieder nicht aufgepasst. So. Ist natürlich nicht viel, was wir jetzt da rauskriegen. Ich muss mal eben kurz gucken. Chip. Für den Chip brauchen wir 2 Papier, 2 Redstone und 3 Nuggets. Wir haben 9 Papier. Das ist natürlich jetzt ein bisschen mau. Wenn ich jetzt wüsste, wo meine Truhen wieder hin sind. Wir können auch mal wieder heute mit den Minions ein bisschen arbeiten. Finde ich zumindest. Dass sie zumindest ein klein wenig farmen. So, den kann ich mir schon mal komplett rüberschicken lassen. Weil den Redstone brauchen wir natürlich auch. Und davon nehmen wir einen. Ich bin jetzt so voll, das einzugeben. Deshalb machen wir das so. Das Ganze wird dann auch noch irgendwann mal, wenn ich dazu komme, ein bisschen geupdatet, dass die Daten, sprich die Ware, schneller ankommt. Ist hier was drin? Nee. Aber hier will ich auch nichts raus haben. Ist hier was drin? Wieso ist hier noch so viel drin? Wieso ist hier noch so viel drin? Ist hier noch was drin? Hier ist überall noch was drin. Was ist denn hier überall noch drin? Freunde. Das ist natürlich nicht gerade, aber da haben wir 2 Truhen, die wollte ich ja haben. Ich glaube, ich bin derjenige, der im Minecraft Galaxy Projekt wirklich am meisten hier rumgeschnöselt hat, bezüglich Truhen und all der ganzen Scheiße, der ja am meisten rumgeschleudert hat, aber das ist mir Wumpe. Liebe Freunde, das ist mir Wumpe. So, Minion 1, Minion 2, Minion 3, Minion 4. Und ich brauche was zu essen. Ich brauche keinen Chip, ich brauche was zu essen. So, ihr kleinen Racker, ihr kleinen dreckigen Spastis, das ist eure Truhe. Haben wir jetzt ja wohl einigermaßen mal geblickt. Nee, da wollte ich, wollte nicht in meinen Morph. Ich wollte euch befehligen, hier zu graben. Sollte doch passen. Das sollte jetzt auch vom Abstand her das sollte jetzt auch vom Abstand her passen, dass die Minions schön weiter ackern, während ich hier irgendwas mache. Was weiß ich noch nicht genau. Ich finde das ziemlich scheiße. Guckt euch das an. Oh doch, hier haben sie ja ein bisschen gegraben. Tropicraft habe ich auch noch auf dem Schirm.
Da will ich auch noch hin. Hier mal gucken, was wir hier noch alles drin haben. Ob wir hier noch irgendwas was Nützliches haben. Steinmeißelkopf. Also du kannst, denke ich mal, meiner Meinung nach, ziemlich viel machen. Es ist enorm, enorm vielfältig, diese ganzen Modpacks, die hier drin sind. Also im Attack of the B-Team sind ja, was weiß ich, 100, 118 Mods drin oder so. Das ist natürlich schon nahezu pervers. So, wir gucken mal. Da gibt es auch wieder eine Höhle. Müssen wir auch mal machen, dass wir mal gucken, dass wir ein Drachenei kriegen, ne? So, auf jeden Fall, hier ist das Lagersystem. Shane. Mit der Wolke, das hat sich, sieht ja auch ganz okay aus. Da unten mein Aufzug. Auf den, das ist hier auch schon. Zuck. Spark hat da, glaube ich, eine, was hat er da drauf? Eine Kerze. Eine Fackel, Kerze. Damit die Leute es irgendwie nicht so raffen. Wir können jetzt mal gucken, ob wir irgendwie schon den Chip herstellen können. Ne, können wir noch nicht. Was fehlt denn dafür? Zwei Redstone, ein Nuggets. Nuggets. Machen wir mal 18 Stück. Muss ja auch nicht direkt verschwenderisch sein. So, jetzt sollten wir das eigentlich hinkriegen. Kaching. Kachong. Vier Chips. So. Die vier Chips kann uns keiner schon mal nehmen. Das ist schon mal gut. Und jetzt müssen wir noch mal eben kurz schauen, was wir da denn für Chipskin drin haben. Die haben wir ja. So, einen orangefarbenen, also sprich diesen Responder-Chip, den einfachen, und den Sendungs-Chip. So, die müssen wir produzieren. Einen orangefarbenen haben wir noch. Dass wir hier mal so ein bisschen das Lagersystem ausgearbeitet bekommen. Dass wir die Truhen auch alle, ich sag mal, nutzen können. Und dass wir nicht an irgendeinen Bereich kommen, der voll ist. So, wir brauchen einen Chip. Wir brauchen graues Illuminar. Das ist der richtige? Nein. Wir brauchen magentafarbenes Illuminar, Redstone und Goldbarren. Und da hängen wir, okay, davon haben wir 5. Jetzt ist natürlich nochmal die Frage, wie man dieses Illuminar herstellt. Moment, müssen wir erstmal aus. So. Mit Magenta-Farbstoff Glowstone. Magenta. Warte mal, still. Das geht mir auf den Sack, dass das immer hier hin und her wechselt. Am besten mit der Wildblume. Hab ich noch irgendwo Blümchen? Blümchen waren, glaube ich, unten. Wobei, hier haben wir Rosenrot. Das ist schon mal nicht schlecht. Und ich glaube, ich gehe mal eben nochmal schnell runter. Hops. Ich glaube, ich war hier hinten, oder? Magentafarbener Setzling, der ist schon mal gut. Kannst auch so viel Scheiße hier produzieren. Grabt ihr noch? Die graben noch. Schön. So. Düm. Super. Das finde ich ja schon mal toll. Na halt. Wie mache ich denn dieses? Das ist roter Farbstoff. Das ist ja Kiki. So. Da habe ich orangenes Illuminar. Wo habe ich denn? Ich habe doch gerade eben noch irgendeine Scheiße mitgenommen, oder? Habe ich nichts. Magenta. Wobei, da hinten waren noch ganz viele, viele, viele Wildblümchen, oder?
Ich meine, da war ein Wildblümchen. Leg dich jetzt hin. Das macht ja auch keinen Sinn. Mann. Hab ich hier noch was drin? Was ich irgendwie umbasteln kann? Der Magenta ist schon scheiße. Schon ziemlich kacke. Aber hier ist auch gerade nichts. Wattegg, Sornock verwendet. Oder vielleicht habe ich in den Truhen was. Mal kurz gucken. Nicht, dass ich hier irgendwas übersehen habe. Hellgrauer Farbstoff, den nehmen wir uns mal. Alles her damit. Alles her damit. Alles her damit. Papier, alles her damit. Zuckerrohr, alles her damit. Gasträne. So. Aha. Ja, damit. Blau. Nehmen wir auch mal. Mit einem Baumwollsamen. Weißer Farbstoff. Stoff. Nehmen wir auch mal alles. Schaden kann ich ja wohl nicht. Hoffe ich. Ich weiß nicht, warum ich mir Lapis Lazuli genommen habe. Kann direkt wieder weg. Genauso wie der Kaktus. Ich glaube, dass der Kaktus weg kann. Gucken wir trotzdem mal. Ob wir behindert sind. Beziehungsweise ob wir drüben... Ich wollte gerade sagen, ich habe mich doch gerade hingelegt. Da kannst du dich direkt wieder hier böse Monster geben. So, raus mit dir. Ich habe ja immer noch so ein bisschen die Hoffnung, dass ich ihn mal irgendwann kriege, ne? Wieso habe ich jetzt eine Errungenschaft erzielt? Die graben noch. Pass auf, ich mache jetzt einfach mal diesen hier zur Truhe. Ihr Maden. Und da müsste doch magentafarbene Scheiße sein, oder? Wildblume. Das war die doch, oder? Hallo, es ist Tag. Wieso gibt es hier so viele Viecher? Na, Kollege? Hast du? Guck mal, der hat auch noch was für mich hier. Was hast du noch? Auch noch was für mich. Dann darfst du den Creeper-Kopf mitnehmen. Herzlichen Glückwunsch. Du darfst den Creeper-Kopf mitnehmen. Ich pflanze hier ein bisschen die Orchideen ab oder die Wildblumen oder wie sie auch immer heißen mögen. Ist mir aber jetzt egal. Guck mal, was da noch für ein Zuckerrohrfältchen ist. Habt ihr das gesehen? Nom, 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 nom. So. Ist das auch von Spark wahrscheinlich, ne? So, das sollte eigentlich mal so langsam reichen. Aha, guck mal. Es geht doch, Freunde. Da wart ihr doch mal fleißig. Da muss man euch mal loben. Da muss man euch mal loben. Dafür habt ihr euch hier auch was verdient. Ne? Muss euch gerne können. Was haben wir noch? Kohle, ja.
Bisschen Gold. Brave Minions. Brave Minions. Und ich würde sagen, das haben sie fein gemacht. Haben wir feine Minions getan. So. Und wir müssen jetzt eigentlich, gucken wir mal, ob die Wildblumen denn richtig waren. Ja, Wahnsinn. War doch richtig so, oder? Guck dir das an. Ne, ist ja schön. Und dann würde ich sagen, kann ich gleich mich schon wieder aufmachen. In den bösen Nether. Denn wir brauchen, denke ich mal, noch ein bisschen mehr. Glowstone. Sei denn, ich habe noch Glowstone hier hinten. Da kann ich mal eben nachschauen. Aber ich glaube, Glowstone habe ich nicht mehr. Ne, habe nicht mehr. Natürlich kacke. Na gut, dann würde ich sagen, machen wir noch eben das Papier fertig. Kachong. So. Können wir noch einen Chip herstellen? Ja, können wir noch ein paar Chips herstellen. Können sie aber noch ein bisschen mehr herstellen. Chip. 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 So. Dann würde ich sagen, gehen wir mal in der nächsten Folge daran, die Chips zu machen. Gehen in den Nether und ich verabschiede mich mit einem Gutschuss. Euer Commander Krieger. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.